Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Post zum Thema Artikel 13. Heute wollte ich euch drei kleine Fragen stellen zu diesem Thema. Erstens, habt ihr euch schon irgendwie zu diesem Thema informiert, wisst irgendwie Bescheid, um was es da überhaupt geht? Zweitens, habt ihr mal eure Freunde gefragt, ob die zu diesem Thema irgendwas wissen? Und drittens, habt ihr den Originaltext, also sprich die englische Version des aktuellen Artikelentwurfs, schon einmal komplett gelesen? Lasst mir doch unten mal alles in den Kommentaren, würde mich super interessieren. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir alle in unseren Freundeskreisen dieses Thema teilen, dass wir darüber diskutieren und dass wir herausfinden, was nun dieser Artikel 13 tatsächlich für uns alle bedeutet und gerade für die Menschen, die eben aktiv Inhalte online erstellen und darauf angewiesen sind, teilweise auch natürlich Inhalte anderer Künstler mit zu verwenden, die das vielleicht auch rechtlich abgesichert haben. Lasst es mir in den Kommentaren, würde mich super interessieren. Diskutiert auf jeden Fall auch mit den anderen Leuten in den Kommentaren und lasst uns schauen, dass wir schnellstmöglich die Leute um uns herum etwas mehr aufklären zu dem Thema. Bis demnächst, meine Freunde. Macht's gut.